Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab. Gefallener Engel steht am Tor zur großen Ewigkeit und weint ums Paradies. Siehst du nicht, dass du es selber bist, dass du dich im Spiegelbild siehst, das den Glanz verlor? Der Cherubin steht vor dem Tor. Also, liebe Freunde, ich erhebe mein Glas heute an diesem schönsten Mittwoch der Woche, dem 7. Dezember im Jahre des Heils 2016, und trinke auf die Runde als erstes auf unseren Altvorderen Manfred Kugel, auf Dieter Ott, auf Werner Strothotte und auf alten Freund Armin Täuber. Liebe Freunde, wie sagten wir seinerzeit, Armin, kannst du dich noch erinnern, es lebe zum Wohle. Das sind die Schreiben. Zum Wohl, liebe Freunde, ist mir eine große Ehre. Nach einigen weiteren Gläsern dieser edlen Brause sangen wir mit dem Brustton der Überzeugung die erste Strophe des folgenden Liedes, die da endet: von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Welt. Wohltut. Wir haben unsere Wurzeln nicht vergessen und wissen genau, dass ein Cicero ein grafisches Maß und kein Popsänger ist. Ebenso wie Garamond eine klassische Antiqua. Manfred und ich teilten auch die Gourmet-Genüsse, was ich dann unter anderem in dem folgenden Buch Ich bin ein Verkäufer ebenso mit behandelte wie das eigentliche Grundwissen jeder Führungskraft, dass ausschließlich der Kunde sein Gehalt bezahlt. Nicht jeder kriegte das in sein Gehirn hinein. Mit dem Abschied von Manfred Kugel Ende Juni 1990 begann auch mein langsamer Abschied. Alles wie der Apfelblust vergangen. Keine Klage mehr, kein Ruf, kein Schrei. Gold umwelkt bin ich, bin Herbst umfangen. War ich jung, es ist vorbei. Mit Middelhoff konnte und wollte ich nicht. Mit einem Blender und Rostäuscher konnte ich nicht zusammenarbeiten. Die von mir und gleichgesinnten Kameraden nach oben weitergegebenen Warnungen wurden von Dr. Wössner in den Wind geschlagen. Nun, später sollten die Konsequenzen sichtbar werden. 2002 wurde er, Middelhoff, Vorstandsvorsitzender, mittlerweile entlassen. Was anderes hatte er nicht verdient. Die nun folgenden Erinnerungen sind dagegen von hoher Vorzüglichkeit. Es entwickelte sich ein Freundeskreis rund um Leni Frohn und Manfred Kugel. Das führt dich heute Nacht durch mich ins Paradies. Ich geh mit dir heute Abend durchs Tor. Und von der Dachterrasse der Suite im Park
Hotel einen Blick über die Dächer von Gütersloh mit seinen Bautürmen und Kirche. Mittlerweile war auch unser Pilz angekommen, gemeinsam mit einem leckeren Wiener Schnitzel. Also, lieber Werner, lieber Manfred, zu diesem Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Salat ein freundliches Horrido. Wir sprachen und sprechen über die schönen Dinge des Lebens. Dieses ist eines. Sehr zum Wohl, liebe Freunde. Prost, Prost. Ach. Diesen Film widme ich Manfred Kugel. Er war es, der mir beim Mondruck die Möglichkeit gegeben hat, mich zu etablieren und auf Dauer zu entwickeln. Danke dir, lieber Manfred.